Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Das ist jetzt eine schöne Binomialaufgabe. Bei der Binomialverteilung geht es ja darum, dass wir Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und zwar binomial ist es ja genau dann, wenn wir die Möglichkeit von zwei Ausgängen haben. Ne? Immer so entweder oder. Ja? Und jetzt sehen wir hier, eine faire Münze wird 10-mal geworfen. Wenn dabei 3-mal Wappen erscheint, gewinnen sie. Wie groß ist die Gewinnwahrscheinlichkeit? So. Hier gucken wir erstmal zwei Ausgangsmöglichkeiten. Ist das hier der Fall? Natürlich, denn eine Münze wird geworfen. Ja, eine Münze hat bekanntlicherweise zwei Seiten. Das heißt, es fällt entweder Zahl oder eben Wappen. Ne? Und jetzt wissen wir, wenn dreimal Wappen erscheint, dann und so weiter. Das heißt, generell geht es darum, dass entweder oder passiert. Hier entweder es wird Wappen fallen oder halt eben nicht. Darum geht es, zwei Ausgänge. Dann steht hier außerdem eine faire Münze. Wir müssen noch klären, was ist eine faire Münze. Bei einer fairen Münze ist einfach quasi die Wahrscheinlichkeit für Zahl und für Wappen gleich groß. Ne? Die ist also quasi nicht gezinkt, die Münze, sondern sie ist quasi, ne, sie fällt mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf beide Seiten. Und dann, ja, sie wird 10-mal geworfen. Jetzt ist die Frage, ne, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen? Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen 10 Malen genau 3-mal dieses Wappen erscheint? Ne? Wenn dabei 3-mal Wappen erscheint. Da steht jetzt nicht mindestens 3-mal, sondern 3-mal. Also wollen wir gucken, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 3-mal Wappen fällt, wenn wir 10-mal werfen. Bei so einen Binomialgeschichten geht es darum, dass wir immer erstmal gucken, was ist genau gegeben? Die Anzahl der Versuche ist gegeben. Ne? 10-mal wird geworfen. Also ist unser n, das ist immer die Anzahl der Versuche, wie oft der Versuch durchgeführt wird, n gleich 10. Dann haben wir noch ein k anzugeben. K ist nämlich immer die Anzahl der Treffer, wie viele Treffer wir halt eben haben wollen. Laut dieser Aufgabe brauchen wir 3 Treffer. Also schreibe ich hin, k soll 3 sein, 3 Treffer. So, und dann haben wir noch ein P, nämlich die Wahrscheinlichkeit, die Trefferwahrscheinlichkeit. Also wenn ich die jetzt einmal werfe, wie groß ist, wenn ich einmal die Münze werfe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Wappen kriege? Denn Wappen wird hier als Treffer definiert. Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wenn die Münze wirklich fair ist, ist ja 50-50. Entweder Münze oder entweder Wappen oder Zahl. Ne? Beides mit der Wahrscheinlichkeit 50%. Also, ne, in dieser Sprache hier 1/2. Ja. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, da ranzugehen und diese Wahrscheinlichkeit, nach der gefragt ist, auszurechnen. Wie viele machen es mit dem Taschenrechner? Ich nehme erstmal die offizielle Formel, die wir brauchen. Die offizielle Formel lautet n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Und das ist was? Das ist die Wahrscheinlichkeit, P für Probability, Wahrscheinlichkeit, für x gleich k, also k-Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir k-Treffer haben, berechnet sich mit dieser Formel. Und diese Formel, die habt ihr garantiert schon mal gesehen, wenn ihr generell jetzt bei diesem Thema seid, aber vielleicht versteht man sie nicht unbedingt. Deswegen gehen wir sie jetzt hier nochmal kurz durch. Wir sehen dieses n über k. Wie man n über k berechnet, erkläre ich in einem anderen Video. Da heißt es Binomialkoeffizient und da wird erklärt, wie n über k generell berechnet wird. So, dann haben wir unser p, das ist generell die Trefferwahrscheinlichkeit. Eben hier, Wappen ist als Treffer definiert. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1/2. Wie oft soll dieser Treffer dabei sein? K mal. Also haben wir, hier wird multipliziert und das hier ist quasi entlang eines Baumpfades wird dieses P, also diese Trefferwahrscheinlichkeit, K mal dabei sein. Ja, wenn ich P, K mal dort stehen habe und alles multipliziert wird, ergibt das P hoch K. Ja, und das Ganze mal 1 minus P, also diese Gegenwahrscheinlichkeit, ja, das ist jetzt in unserem Fall, wenn P die Wahrscheinlichkeit für Treffer ist, dann ist die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus 1/2, also auch 1/2, ne? Deswegen 50-50. Aber muss ja nicht immer so sein, kann ja auch anders verteilt sein. Gegenwahrscheinlichkeit hoch, ja das, was halt eben entsprechend noch fehlt. Ne? Wenn wir insgesamt 10-mal einen Versuch durchführen und 3-mal davon soll der Treffer dabei sein, dann soll 10 minus 3, also 7-mal der Nicht-Treffer dabei sein. So ist das Ganze dann zu verstehen. So und dann hier, wenn wir diese Formel einfach nehmen, müssen wir das jetzt nur noch einsetzen im Prinzip. Also gleich, ne? N ist 10 über K ist 3. Ja, mal, der Treffer war 1/2 und jetzt bitte aufpassen, hoch k. Da machen jetzt sehr viele an dieser Stelle einfach hoch 3 dran.
Und das ist tatsächlich falsch, denn so sieht das momentan so aus, als würde nur die 1 hoch 3 gerechnet werden. Die 1,5 müssen wir in Klammern setzen, die komplette 1,5. Die muss hoch 3 genommen werden. Das bitte nicht vergessen. Wenn wir einen Bruch haben, den wir hoch irgendwas nehmen sollen, den Bruch in Klammern setzen und dann die Hochzahl dran. Mal 1 minus p, 1 minus 1,5, schreibe ich gleich hin, ist ja auch wiederum 1,5, Gegenwahrscheinlichkeit, hoch n minus k. Ja, hoch n minus k, n war hier das obere, das ist die 10, minus 3, also ist es hoch 7. Und auch hier nicht einfach nur hoch 7 schreiben, sondern auch hier schön in Klammern setzen. So. Wie gesagt, in einem anderen Video wird erklärt, wie 10 über 3 berechnet wird. Ich mache jetzt nochmal die kurze Variante. 10 über 3 würde man dann so berechnen, gleich, weil das hier eine 3 ist, nehme ich die ersten 3 Zahlen von der 10 an. 10 mal 9 mal 8. Es wird runter multipliziert und weil das eine 3 ist, die ersten 3. Durch, ja, und die 3 Fakultät. Fakultät heißt von der 3 bis zur 1 runter multipliziert mal 1. Mache ich nur noch pro forma. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hinschreiben. 3 mal 2, es reicht ja komplett. So, und dann sehe ich, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Das soll dann am Ende auch tatsächlich die Zahl ergeben, die hier rauskommt. Ich sehe, die 3 kann ich mit der 9 kürzen. Und da das hier so schön auf der Tafel geht, kann ich das auch einfach wegstreichen. Und die 2 kann ich mit der 8 kürzen. Passt jeweils passt oben 4 mal rein und unten genau einmal. Jetzt habe ich also keinen Bruch mehr. 10 mal 3 mal 4 sind 30 mal 4 gleich 120. Kommt da raus. Also habe ich dann stehen gleich 120, das kommt hier bei 10 über 3 raus, mal 1,5 hoch 3 ist 1,5 mal 1,5 mal 1,5 ist 1/8. Mal, naja, und 1,5 hoch 7 ist 1 durch 2 hoch 7 könnte man im Prinzip auch machen. Ja. 2 hoch 7 ist ja, 2 hoch 8 wäre 256, also 2 hoch 7, 2 hoch 5 wäre ja 32, dann 64, 128, 256, 5, 6, 7, 128, so, okay, perfekt. So haben wir es. 6, 7, 2 hoch 7. So, also, das Ganze entsprechend miteinander zusammen multipliziert, wenn ich das hier komplett ausrechne, komme ich auf, und das habe ich mir hier schon angeschaut, da kommt insgesamt raus, jetzt muss ich meine Zettel hier herholen, gleich 0,117185, so genau will es kein Schwein haben, also von daher, wir sagen gleich ungefähr 0,1172 gerundet, ne, auf die 1, 2, 3, vierte Stelle. Und da bitte, sehe ich immer wieder, wenn ich auf die vierte Stelle runde, jetzt werden einige sagen, Alter, das muss man wissen, wenn man sich mit so einem Thema befasst. Eigentlich ja, tun aber eben nicht alle. Deswegen aufpassen, wenn ich auf die vierte Stelle runde, muss ich mir die fünfte Stelle anschauen. Und ab der 5, wenn hier eine 5 oder etwas Größeres steht, muss das hier aufgerundet werden, von einer 1 auf eine 2. So, gleich, ne? Und das ist jetzt in Prozent umgerechnet, Faktor 100. Also gleich 11,72%. Ja. So, und was man daraus eben noch machen kann, oder Quatsch, was man daraus noch machen kann, wie man das stattdessen noch berechnen kann. Die meisten von euch werden das einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Und beim Taschenrechner gebt ihr einfach ein Binom PDF, und zwar mit der Reihenfolge N, dann P, dann K. Das heißt, eure Taschenrechnereingabe ist Binom PDF. N ist ja in unserem Fall 10. P ist 1,5, also kann ich hier auch 0,5 schreiben. Ach, machen wir ruhig 1,5, was soll's. Könnt ihr als 1,5 oder als 0,5 schreiben, wie auch immer. Und das K ist eine Anzahl der Treffer 3. Wenn ihr das in den Taschenrechner eingibt und euer Taschenrechner auf sowas gepolt ist, dann wird er euch ebenfalls genau das hier, also die Kommazahl gibt er ja raus, und daraus müsst ihr euch dann die Prozentzahl quasi dann basteln.
Ne? Also am einfachsten und schnellsten geht das mit dem Taschenrechner, aber wer rechnet schon mit Taschenrechner? Ja, also Binom, PDF, 10, 1,5 und 3. Und ich weiß, dass ungefähr 95% all derer, die gerade das Video geschaut haben, gesagt haben, ich rechne mit dem Taschenrechner. Ich weiß. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, so oft ihr könnt, auf den Taschenrechner zu verzichten. Probiert es. Gerade die, die sich jetzt vielleicht in Klasse 8 oder 9 oder 10 damit befassen, ihr werdet noch lang genug rechnen müssen, auch in der Schule. Und auch wenn ihr jetzt momentan länger braucht, wenn ihr im Kopf rechnet, ihr tut gut daran, so oft wie möglich im Kopf zu rechnen, statt den Taschenrechner zu benutzen. Predigt beendet. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann sag es gerne anderen weiter und generell gilt teilen, liken, abonnieren. Und viele weitere Videoclips von Klasse 5 bis 13, also bis zum erfolgreich bestandenen Abitur, findest du auch auf unserer Seite mathehilfe24.de.